Liebe Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Paper Mario The Origami King. Wir sind gerade vorm Wasser-Pergam-Anton. Passt ja auch dazu, weil es Anton ist. Und Bobby will leider draußen bleiben, nachdem wir in die letzte Folge die ganze Zeit gesucht haben. Nur damit uns das Wasser-Pergam-Anton aufmacht. Und wir schauen jetzt da rein und hoffentlich kriegen wir da dann endlich unsere Wasserfähigkeit, sodass wir diesen komischen See endlich mal befüllen können. Und das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Wasser... Oh, die Musik, Alter. Wassertempel sind ja eigentlich immer nicht so cool. Man denke an The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da habe ich den verflucht. Ich habe das Spiel richtig häufig bis zum Wassertempel gespielt und da immer aufgehört, weil ich ihn einfach nicht verstanden habe. Tja, so ist das. Ich hoffe, das ist jetzt bei Paper Mario nicht so. Hey, sieh dir nur mal diesen Steinhaken da hinten an. Ist das das Wasser-Pergam-Anton? Bobby verfasst wirklich was. Ja, da sagst du was, Olivia. Da, Wasser-Pergam-Anton. Die Musik erinnert mich schon mal mega auch an Zelda. So eine klassische... Da unten sehe ich einen Toad. Ich sehe ihn da im Fenster, Leute. Warte, ich zoome auch extra für euch ran. Da und... Nee, wo? Auf der anderen Seite. Da! Da ist der Toad. Diese Zoom-Funktion ist immer noch mega cool. Ja, also wir müssen erstmal irgendwie anscheinend herausfinden, wie wir diesen Drachenkopf öffnen können. Und so wie ich das sehe, brauchen wir links und rechts irgendwas in diesen Krug. Und rechts ist zu, heißt, wir gehen links lang. Der erstmal wie so ein ganz normaler Dungeon aus. So, einen kleinen Toad nehmen wir auch noch mit auf den Weg. Hallöchen. Ah, du hast einen wertvollen Schnipsel vor Ort von meiner Rettung eingesetzt. Übrigens, Schnipsel, die neben ein grundlosen Loch fallen, verschwinden nicht, also mach dir keine Sorgen. Das ist ein ganz toller Tipp. Wusste ich ja auch noch gar nicht. Doch wusste ich. So ein unnötiger Toad-Typi. Aber da unten haben wir sogar noch so ein Zahnrad. Die Mitte wird sich drehen später. Das wird ja doch cool. Das wäre cool, wenn das ja alles so ein bisschen mechanisch drauf ist und... Oh. Mr. Krabs, was machen Sie hier? Mr. Krabs, was soll das? Ich will nicht gegen Sie kämpfen. Mr. Krabs, ich habe doch gar kein Geld dabei. Der klaut mir bestimmt mein Money. Ich will mein Money behalten. Ey, den habe ich noch nie gesehen. Gibt es solche Gegner wirklich bei Mario? Ist das das erste Mal, dass so eine Krabbe bei Paper Mario zu sehen ist? Ah nein, die kenne ich auf jeden Fall aus Mario Kart. Da gibt es die auch. Beim Schiebschiebstrand, da gab es die. Aber haben die einen Namen? Ist das ein richtiger Gegner im Mario-Universum? Einfach Krabbe. Okay. Da waren die nicht so kreativ mit der Namensfindung auf jeden Fall. So, ich vermute mal, weil die halt Stacheln oben haben oder halt ihre Krallen, keine Ahnung, ihre Knabbeldubbeldinger an den Händen. Nein, meine Eisenstiefel sind kaputt. Dass man die mit den Eisenstiefeln anhauen muss, weil man sonst wahrscheinlich einfach gekniffen wird. Und das wollen wir ja nicht. Die roten Kneifer hier. Rote Kneifer, das hätte schon gelangt. Nintendo, ich bin ein bisschen... enttäuscht von euch. Nennen Sie die einfach Krabbe. Roter Kneifer, das hätte doch schon gepasst. Einfach als Mario-Stil. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust nochmal gegen weitere rote Krabber hier zu kämpfen. Deswegen lassen wir die einfach mal aus. Ich glaube, dafür ist das hier auch gerade, dass man die auslässt. Ein blauer Krabbler. Oh, guck mal, die blauen Krabbler-Kneifer-Typen sind sogar richtig böse drauf. Was ist denn bei denen kaputt? Warum seid ihr so böse? Warum seid ihr so gereizt? Warum seid ihr so triggert? Ob die denn noch mehr aushalten? Ich probiere es mal mit einem normalen Hammer. Ich... befürchte fast, das würden die überleben. Okay, perfekter Schlag. 18. Na, das überleben die niemals. Was? Die haben es wirklich überlebt? Ein 18er Damage überleben die? Oh nein. Au. What the fuck? Tut das weh. Die überleben einen 18er Damage. Okay, die sind ja viel krasser als die anderen. Und jetzt haben die sich so angeordnet, dass ich gar keinen Plan habe, was ich machen muss. Ich schicke den darüber. Und dann schicke ich die in so eine Viererform. Yeah! I'm smart, today I'm really smart, I'm gonna kick you in your butt. Ham. Aber das ist heftig. Okay, dann haben die bestimmt so 20 Leben oder was? Unser erstes Rätsel, Jogoil. Okay, das ist sehr, sehr schwer. Oh Gott, was muss ich machen? Okay, ich verstehe schon. Gehen nach rechts. Also, der muss dahin. Und jetzt müssen die anderen beiden aber noch... Nee, da fehlt doch ein Teil. Ah, liebe kleine blaue Krabbe. Kannst du mir helfen bei diesem Rätsel? Oh, danke. Das hilft mir tatsächlich. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Steinstück. Ah, überall diese Krabben, das ist ja richtig eklig. Da, der hat mein Steinstück. Blaue Krabbe, kommen Sie her. Der kommt jetzt bestimmt aus der Mitte. Aus der Mitte? Nee, immer noch unten. Was soll das? Wieso verarscht mich die blaue Krabbe? Kommt er bestimmt oben wieder raus. Was ist er denn jetzt? Da, komm her. Ah. Okay, ich hole mir erstmal den Block hier. Hier ist auch ein Block versteckt, oder nicht? Das sieht so aus, als wenn hier ein Block versteckt wäre. Da, ein Powerblock. Ah, bam. Wie den alten Mario-Teilen. Tada. Ey, ich habe wieder gar keinen Plan. Geil, ich liebe es, keinen Plan zu haben.
Keine Ahnung. Aber die Blauen sind jetzt wenigstens zusammen. Das ist doch schon mal was. So, und ich möchte die auf jeden Fall weghaben. Aber ich vermute, selbst mit dem, mit dem Glitzerhammer könnte sogar was hinhauen. Na komm, Glitzerhammer, zeig, was du drauf hast. 15 Damage? Ach so, ich habe nicht den 1,5-fachen Damage. Oh, damn. Aber die Blauen möchte ich auf jeden Fall weghaben. Wahrscheinlich wird sowieso gar keiner von denen angreifen, weil die halt alle auf dem Rücken liegen. Aber die halten so viel aus, das ist unfassbar. Gegner ist am Zug, aber sie sind umgekippt und deswegen bewegungsunfähig. Tja, kann nicht jeder so cool sein wie ich und senkrecht stehen, nicht wahr? Jahrelanges Training, dass ich senkrecht stehen kann, Leute. Endlich zahlt sich das aus in Paper Mario gegen komische rote Krabbler. Nice. Lol, das ist tatsächlich eine Anlehnung an dieses richtig alte Mario-Spiel, oder? Mit diesen... Kennt ihr das, dieses 2D-Mario? Also, okay, es sind viele Marios 2D. Aber es gab so ein Mario-Teil, wo man nur auf einem Screen gespielt hat. Also wirklich auf einem Screen. Das war das ganze Spiel. Und da hatte man auch solche Pow-Blöcke. Und wenn man da den Pow-Block eingesetzt hat, dann wurden die roten Krabbler zu blauen Krabblern, weil die dann böse geworden sind. Wahrscheinlich kennt das gar keiner. Das ist auch irgendwie aus den 90ern, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall packen wir hier jetzt das eine Stück rein, die Kachel. Ja. Macht er jetzt genau das, was ich eben gemacht habe? Ja. Das ist falsch. Warum kommt die Kachel plötzlich von unten? Okay, what the fuck. Okay, nochmal. So, so, so. Ja, fertig. Okay, war doch gar nicht so schwer. Bam. 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 Witzig, dass er das anzeigt, wie man das selber gemacht hat. Und dann so. Nice, you. Was kommt jetzt da raus? Feuer? Wasser? Ach, er ist auch das, der Wasser-Pergamenton. Pergamenton, meine ich natürlich. Sorry, Leute. Oh, geschafft. Guck mal, da Wasser, Wasser, Wasser. Kriegen sogar noch eine Blume. Das ist ja mega nice. Das war dann Part Nummer 1. Das Wasser fließt da rein. Und jetzt geht der Krug nach unten und löst damit bestimmt irgendwas aus. Okay, oh. Ist denn hier unten schon irgendwas? Okay, es gibt ein paar Gegner. Und eine Kiste! Endlich! Und in dieser Kiste haben wir... Was zur Hölle ist das? Ein Gastronomie-Kühlschrank. Wieso ist der hier? Also klar, der ist aus diesem komischen Turm. Beim Erg-Pergamenton, aber trotzdem komisch. Ja, muss ich hier unten noch irgendwas machen? Außer den Gegnern ausweichen? Oh Gott, bitte greift mich nicht an! Ich will nicht gegen euch kämpfen! Nein, 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 nein. Ich will nur den Toad da oben. Dahinter ist noch irgendwas versteckt. Da ist noch eine Schatztruhe. Kleiner Toad, kannst du mir sagen, wie ich da hinten hinkomme? Ah, du bist meine Rettung, Mario! Zum Glück hast du mich bemerkt! Ich dachte schon, ich müsste meine Tage als Fensterdeko und diesen nasskalten, vergessenen Tempel zubringen! Nein, keine Sorge. Oh, er gibt uns ein KP Max Plus! Allein deswegen lohnt sich das schon, die ganzen Toads zu finden. Meint ihr? Das kommt drauf an, wie viele Toads man gefunden hat? Also, dass dann, keine Ahnung, nach allen 20 Toads kriegt man ein KP Plus? Oder hat dieser eine Toad immer dieses KP Plus? Ach, meine Rettung geht mir richtig zu Herzen! So sehr, dass es sogar ein Herz erschienen ist! Ich wusste gar nicht, dass ich das kann! Wenn ich etwas überschreite, vielleicht auch mal eine Pizza, wenn ich besonders hungrig bin! Okay, ich glaube, dann ist er das doch. Der gibt dann immer das Teil. Wäre aber witzig, wenn das tatsächlich davon abhängt, wie viele Toads man gefunden hat. Ja, das ist eine Falle! Die wollten, dass ich das ganze Geld mitnehme, damit ich da angegriffen werde. Aber wie komme ich da jetzt rein? Wahrscheinlich erst später, oder? Wenn das Teil unten ist? Nee. Also richtig was machen kann ich hier nicht. Auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht sobald ich da das Wasserpergamenton habe oder so. Oder hier geht halt noch irgendwas runter. Die Befürchtung, ich muss hier später nochmal hin. Ma! Ich will nicht kämpfen. Mal gucken, ob eine Flucht funktioniert. Juhu! Nein. So, auf geht's in den rechten Weg. Da auch ein Rätsel. Ja. Hier lautet auf jeden Fall ein Rätsel. Man kann die Dinger kaputt machen. Dafür sind da Gegner drin. Warum sind hier überall so viele Gegner? Aber die sind wenigstens so gemacht, dass man nicht gegen die kämpfen muss, wenn man nicht will. Lol, da ist einfach so ein Loch versteckt. Da muss ich die natürlich alle kaputt machen. Nur um zu wissen, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Why not? Nehmen wir mit. Ey, der Powerblock. Der passt wenigstens auch in dieses Gebiet hier rein. Dieser komische Kühlschrank aber auf jeden Fall nicht. Na, whatever. Finde ich aber nett, dass man nicht gegen die ganzen Gegner kämpfen muss. Nintendo wusste bestimmt, dass man nicht die ganze Zeit Bock hat, gegen die zu kämpfen. Okay, da haben wir das zweite Wasser. Dieser Weg ist einfach nur, damit wir den Toad hier bekommen, ganz offensichtlich. Ah, das Peinlichste an der Sache mit dem Fensterdeko war, dass mir sehr wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe. Ja, wenn man nicht zum Feng Shui passt, ist schon schlimm. Kann ich verstehen. Ja, was müssen wir denn hier machen? Also, oh, okay, wir müssen irgendwie Wasser auf diese...
Zahnräder bringen, sodass die Tür da hinten aufgeht. Und das macht man am besten, indem man den Kopf schlägt, nicht wahr? Ja, einfach Kopf schlagen. Ah, dann kommt das jetzt aus den Augen raus. Mega gut, ja cool. Also der InDesigner von diesem Tempel hat es auf jeden Fall drauf. I like. Solche kleinen Spielereien, immer sehr, sehr gut. Nice, er hat sogar daran gedacht, dass man einfach den Drachenkopf runterhüpfen kann. Oh nee, noch ein Rätsel. Haben wir hier schon alles? Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Tür, durch die wir durchgehen können. Hallo? Hat jemand ein Teil für mich? Und ich rede nicht von einem schweinischen Teil, sondern, also, gegen Schnitzel hätte ich auch nichts, aber das andere. Man kann hier noch nach unten, okay. Whatever, ganz viele Gegner. Haben die irgendeine Bewandtnis, dass sie hier sind? Haben die vielleicht ein Teil für mich? Ist da vielleicht ein blauer Cheep Cheep bei, der ein Teil für mich hätte? Nein? Da haben wir das Teil. Okay. Awesome. Ein paar Gegner vielleicht auch noch dabei? Ey, guck mal, der hat sogar noch so ein Abzeichending dabei. Was geht bei ihnen ab? Die anderen roten einfach noch auf die andere Seite, nicht wahr? Ja, ja. Dizzy, please. Trotzdem nur 15. Oh, ich bin richtig schlecht, aber Pergamenton. Was bringt dieses Pergamentor-Teil? Jetzt aktiviert sich das erst. Kann ich das jetzt wirklich nutzen? Ja. Das hatte ich ja noch nie. Okay, das ist ja ganz neu. Ich verwandle mich in das Erdpergamenton. Und Mario reitet einfach drauf. Wie cool. Jetzt geht's los. Olivia, vor. What the fuck? Beyblade Action. Das ist quasi so eine Superfähigkeit. Aber kann man nicht beeinflussen, wann das kommt, nicht wahr? Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend hier. Wir bringen die in eine Reihe. Und dann kommt der darüber. Und dann nimmt man die letzte Reihe und packt ihn da hinten hin. Okay, nettes Rätsel. War aber ein netter Kampf. Der hatte was. Also auch mit dem Anordnen fand ich das sehr, sehr gut in diesem Kampf. Und halt auch, dass diese Faltkreis-Aktivität einfach dazu kam. Mega cool. Nom 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 nom. Oh ja, alles meins. Oh, lecker schmecker. Hätte man aber auch denken können, dass die ganzen Krabben hier rauskommen, die ganzen kleinen Krabbler, weil hier überall diese Löcher drin waren. Und das hier sieht aus, als wenn wir hier wieder zur Zentrale zurückgehen könnten. Ist da jetzt ein anderer... Nee, was ist das denn? Ich dachte, das wäre so wieder so ein Wissenschaftslabor, aber das scheint einfach ein Café zu sein. What? Ist die Eule aus Animal Crossing hier? Na nu, sieh mal an, wer da auf ein Getränk reingekommt. Hier einfach der Gumba und den Shy Guy abchillen. Ei, ja, ich hätte gern Kaffee. Was darf sein? Ein Käffchen für 100 Münzen, das gönnen wir uns mal. Schön Käffchen, aber bitte kalt. Nee, warmer Kaffee mag ich ja gar nicht. Frappé und kalter Kaffee hätte ich gern. Nicht so eine warme Scheißplörre hier. Hätte nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Dies ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Abläufen her, um zum Entspannen. Schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben, aber diesmal sind wir ja auf derselben Seite. Bevor du mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass Gumbas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind doch schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst, habe ich nicht recht? Wir bilden die Vorhut, oder nicht die Vorhaut. Das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten, wir geben über 110%. Ha, träum weiter, Kumpel, Schalke, es geben immer 120%, egal wo und wann, wir sind die Favoriten. Wer hat denn bei der Flucht aus dem Pilzpalast die Clownkutsche geflogen? Eben ein Shy Guy. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezettelt hat, erst als Shy Guy verkleidet hat. Gib jetzt mal Ruhe, es tut mir leid, Mario. Die zwei liegen sich ständig damit in den Haaren. Gumbas und Shy Guy ist Mario und Schergen. Ist doch alles egal, wir sind alle aus demselben Papier gemacht und jetzt trinkt euren Kaffee. Richtig philosophisch hier. Genau. Eine Macht dem Rassismus. Ne? Aber Shy Guys sind schon cooler als Gumbas. Und mit der Kachel in der Hand und der Staubigkeit im Hirn werden wir dieses Rätsel lösen. Wait, wait, wait! Let's see, let's see, let's see! Wir kommen aus links. Wir müssen wahrscheinlich richtig komisch hier hin und her laufen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, mega! Haben wir schon. Ha! Einfach ein S gebildet. S für Samuel, Sexismus, Sexy, Scheidenkleister, Sperma. Ich meine natürlich S wie siegreich, schlau, super toll. Ja. Eine Röhre tut sich auf. Wofür diese Röhre nur hin? Wir kriegen auf jeden Fall richtig viel Geld. Hä? Hat Olivia nicht gesagt, man darf nicht ins Wasser, weil wir aus Papier sind und dann irgendwie verschrumpeln oder so?
Aber man kann hier einfach ins Wasser reingehen. Vielleicht ist das ja gar kein richtiges Wasser. Vielleicht ist das alles Fake. Vielleicht ist die Erde ja gar keine Scheibe, sondern doch ein Kreis. Wer weiß das schon. Ja, Plunge-Action. I like. Unten müsste jetzt theoretisch noch irgendwas passieren, weil da noch eine Schatzkiste ist. Klasse, das Maul des Wassers Pergamenton ist jetzt weit offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Hihi. Oh, sieh mal, in seinem Maul ist das eine Treppe, die muss zur Kammer des Wassers Pergamenton führen. Ob wir es da wohl raufschaffen, ohne dass die Statue uns wegmampft? Oh, ich hoffe, die mampft uns nicht weg. Aber unten muss doch jetzt auch noch irgendwas passiert sein. Kann man da... Wie komme ich an diese Schatzkiste da unten ran? Like, what the fuck? Vielleicht später, vielleicht später. Ich sehe jetzt von hier oben auf jeden Fall nicht, was ich da machen könnte. Oder kann man hier einfach runterspringen? Scheinbar nicht. Nein, vielleicht kommt da später noch was. Das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Ich freue mich auf den Kampf. Aber ihr wisst es, die Bosskämpfe kriegen ein eigenes Video. Weil die auch immer mega lang sind und irgendwas Neues einführen meistens. Deswegen, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann hier gegen das Wasser Pergamenton kämpfen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.